Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Banjo-Tooie. Im letzten Part haben wir mit Wolke Wonderland schon mal ein bisschen begonnen und werden jetzt mal hier in der Zentralhöhle mal vorerst mal alles einsammeln, was geht. Denn da sind noch einiges zu holen. Und diese Gegner hier gehen mir da ein bisschen gewaltig gegen den Strich. Okay, das ist auf jeden Fall ein Ausgang, wie ich das sehe. Die erste Aufgabe, die ich auf jeden Fall schon mal vorhabe, das schon mal klappt. Wir werden jetzt dann gleich auch in einem Uhrzeigersinn-Prinzip fortbewegen. Und die erste Aufgabe, die ich auf jeden Fall schon direkt machen will, ist eine Challenge. Hast du schon in diesen Becken geschaut? Ne, gehe ich jetzt gerade. Da ist ein Globo. Dann habe ich zumindest schon mal den hier. Hier bei den Ausgängen sind auf jeden Fall jeweils noch Nester. Die will ich schon mal haben. Ja gut, das ist dann halt ein bisschen schwierig dann herauszufinden, in welchen Eingängen war ich schon. Aber ich kann mir das eigentlich auch gut merken. Also sollte das ja kein Problem sein für mich. Das einzige Problem, was für mich sein wird, ist jetzt abzuschätzen, wie viele Parts wird das Projekt noch in etwa haben. Denn mit dem anderen Projekt bin ich jetzt inzwischen durch. Da habe ich jetzt noch zwei weitere Parts aufgenommen vorhin. Und das hat jetzt insgesamt 28, also Ukulele. Da fehlen ja jetzt noch. Also da, das sind jetzt zwei Parts und ich glaube nicht, dass ich innerhalb von zwei weiteren Parts auch hier mit Banjo-Tooie durch bin. Und wir haben mit dir hier. Seid gegrüßt, Fleischlinge. Wow, ein sprechender Safe. Korrekt. Ich bin ein Safe-Genial. Mit 4 Ziffern, unendlichen Kombinationen und gepanzerter Kernkammer. Aber bei 4 Ziffern sind nur 10.000 Kombinationen möglich. Hey, wer braucht solche Besserwisser? Hier oben gibt es schon genug. Dann lass uns mal reinsehen. Da ist nur ein kleines Problem. Ich weiß meine Kombination nicht mehr. Vielleicht hätte man mehr in deinen Intelligenzchip investieren sollen. Ich weiß, verzeiht Fleischlinge. Aber wenn ihr die Kombination findet, lasse ich euch gerne rein. Ja, der hat eine Kombination vergessen aus 4 verschiedenen Ziffern. Alternative könnten wir auch 10.000 Kombinationen durchprobieren. Irgendwann ist dann schon die richtige dabei. Aber ich glaube, das ist aber auch nicht der Sinn des Spiels. Aber die Aufgabe ist eigentlich auch leicht gemacht. Wir müssen halt nur 4 Schalter finden, mit jeweils einer Ziffer drauf und diese dann eben dann mit einem Zeitbomben einsprengen, weil die erste ist ja gleich hier. Mit dem Zeitbomben kann man ja auch Schalter aktivieren. Also mindestens die hier. Da haben wir schon mal die zweite Ziffer, ist auf jeden Fall eine 9. So, da warten wir jetzt noch, bis da noch ein Zeitbomben spawnt. Gut, dann haben wir das jetzt auch. Na gut, das ist jetzt gerade ein bisschen doof, wenn jetzt gerade nichts ist. Da das Nest ist mit dem Gegner. Die Gegner hier sind auf jeden Fall die nervigsten, die es gibt. Da kann man aus deinem Blatt gehen, kommt schon der Nächste. Es muss sie praktischerweise fast alle platt hauen. Weil die spawnen gleich gerade im Anschluss. So, ich gehe jetzt mal hoch, weil ich glaube, da oben müsste auch noch ein Nest mit Noten sein. Ja. Wie recht ich doch hab. So. Ja gut, wenn ich gewusst habe, dass da Wasser wäre, dann hätte ich es diesen Trick gar nicht mal benutzen müssen.
Und wenn wir jetzt schon eigentlich hier sind, dann könnten wir schon mal eine Aufgabe lösen, die zwar nicht mit dieser Welt zu tun hat, aber hier seinen Ursprung hat. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob es dieses Becken ist oder halt das andere, weil eines dieser Becken ist es. Nein, das ist das Falsche, aber da ist der zweite Globo. Aber wir sind hier auch nicht gerade richtig falsch. Die haben ja auch noch etwas zu erledigen. Was wir halt dann für später merken müssen. Und ich gehe dann einfach kurz nochmal per Cut-Verfahren runter. Weil hier haben wir ein Eisblock. Hey, junger Mann. Ich bin George Eisblock. Es hat mich an diesen grässlichen, hochgelegenen Ort verschlagen. Wie ist das passiert, George? Ich war spazieren auf der Eisseite der Steinhagelgipfel mit meiner Frau Martha. Da hat mich ein fürchterlicher Schneesturm weggefegt. Bleibt doch hier oben! Schöne Aussicht. Ich habe Höhenangst. Also, ich glaube, ich bin genau über der Eisseite. Gib mir einfach einen Schubs. Bitte sehr. Das Problem ist die Seite. Nein! Die falsche Seite! Sag Martha, dass ich sie liebe. Ja, und das ist eben das, was noch uns gefehlt hat. Denn der Eiswürfel ist jetzt zwar geschmolzen, das heißt, George ist leider verstorben. Aber dafür war seine Tat nicht ganz umsonst. So, und wenn wir schon hier sind, dann können wir jetzt nochmal ein weiteres Zeitbomben-Night darüber schießen, denn dort drin ist auch noch ein Schalter. Also war mir nicht ganz falsch. Gegen Ende des Parts werde ich dann kurz nochmal in den Steinhagelgipfel zurückkehren und dann das lösen. Und da kann ich dann Welt 4 beenden. Das geht dann auch am besten. Da muss ich halt dann kurz nochmal schneiden dafür. Den Hinweg. Aber dann wäre das wenigstens erledigt und ich muss mich dann nicht mehr daran erinnern. Aber jetzt gehen wir noch zum anderen Becken, weil dort ist auch noch etwas. Okay, da kann man hoch. Okay, das war auf jeden Fall das eine Loch. Ein Loch habe ich doch irgendwo übersehen. Oder doch nicht. Oder vielleicht... Ach so, das war das da drüben, aber das habe ich glaube ich schon. Jetzt gehen wir mal kurz zu diesem anderen Becken rüber. Und danach gehen wir dann über den Haupteingang raus, in den wir reingekommen sind. Ja, da werden wir dann mal kurz diese Challenge machen. Je nachdem, wie viel Zeit uns da noch bleibt, können wir vielleicht noch eine weitere machen. Und dann am Ende des Parts wird es dann halt noch einen kurzen Cut geben. Da gehe ich dann kurz in die Welt 7 zurück und dann erledige mir noch diese Aufgabe. Dann gehen wir den Schweinen also diesen Schweinchen mal endlich noch das warme Wasser. So, und die nächste Aufgabe ist hier in diesem Becken. Wir müssen jetzt mal diesen Felsen hier zerstören. Dann steht hier ein Loch und das gesamte Wasser fließt jetzt halt zwar ab. Aber dafür wird in einer anderen Welt jetzt auch einer zufrieden sein. Und so ein Pterodactylus-Land, da kriegt jetzt Dump auch mal endlich sein Wasser. Juhu, mein Becken ist voller Wasser.
Wo kommt das bloß her? Schmeckt himmlisch. Nun, es kommt tatsächlich aus dem Wolkendümpel. Ehrlich? Du hast gesagt, es fällt nicht einfach vom Himmel. Ich hab gelogen. Trink und sei glücklich. Das bin ich. Hier, ich geb dir diesen eigenartigen Goldzahn dafür. So, dafür haben wir jetzt noch ein weiteres Puzzleteil gekriegt und damit ist jetzt auch Welt 5 abgeschlossen. Wir mussten halt nur in Welt 8 eben einen Stein zerstören, damit dann das Wasserbecken geleert ist. Jetzt ist das Wasser eben in Welt 5 und damit ist jetzt auch Welt 5 komplett abgeschlossen. Nochmal hier zum Beweis. Ja, Welt 5 ist jetzt so komplett abgeschlossen. Und sonst sind, glaube ich, jede Welt abgeschlossen, außer Welt 4. Aber das ist dann am Ende dieses Parts ist dann auch Welt 4 abgeschlossen. Da werden wir dann kurz backtracken. Wahrscheinlich das letzte Mal. Weil dann ist ja nur noch Welt 8 über. Aber jetzt kommen wir mal zu der Aufgabe, auf die ich jetzt aus bin. Dann nur die Frage, ob ich da hoch... Ja gut, da hoch komme ich schon, aber... Gut, ich hätte nur in die Mitte hoch müssen. Dann den Teleporter nehmen sollen. Weil ich möchte jetzt auf jeden Fall noch die restliche Zeit, die ich jetzt noch habe, mindestens mal mit einer Challenge verbringen. Die wahrscheinlich schwierig für mich sein kann. Wenn ich Pech habe. Ich hoffe jetzt mal, dass ich es schnell schaffe. Weil die Challenge habe ich ja einmal, glaube ich, schon mal angesprochen. Oder gar nicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Denn wir werden eine alte Bekannte wiedersehen. Und die Aufgabe wird euch auch noch bekannt vorkommen. Wir haben sie schon einmal getan. Wir werden es jetzt ein zweites Mal erledigen. Denn es ist kein geringer als Kanalin Carla. Sie ist auch hier. Hey, Benjo. Da ist wieder diese verrückte Kanarienfrau. Das bin ich. Wie wär's mit einem neuen Rennen? Aber die Dressine ist noch immer in der Kamine. Keine Sorge, ich habe stattdessen diese Aufziehmaus gefunden. Aufziehmaus? Tickst du nicht ganz? Und ab, springt herauf und drück A so oft du kannst, um die Maus zu bewegen. So, ich mache jetzt nochmal kurz einen Sicherheitssafe. Nicht, dass ich es bräuchte, aber... Es wird auf jeden Fall sein, dass ich während der Fahrt wahrscheinlich jetzt nicht kommentieren kann. Das erste wird ja noch einfach sein, aber das zweite nicht mehr. Ja, es ist kein großes Geheimnis, es gibt wieder zwei Rennen. Für das zweite werde ich mich dann auch komplett muten. Und mein Arm sollte jetzt diesmal länger durchhalten. Weil die Operation ist jetzt schon ein paar Monate her. Die Kraft habe ich ja auch inzwischen wieder zurück. So, das erste Rennen ist durch. Aber das zweite wird mich zur Grenze treiben. Du hast mich besiegt! Ja, der normale Preis wird es tun. Sei nicht so gierig, Kasui.
Wir haben all ihren Besitz gewonnen. Oh nein, das habt ihr nicht. Schau, was ich hier unten gefunden habe. Ein Puzzleteil. Ich habe auch noch so ein Papierding gefunden. Hüpfe auf die Maus und siege, wenn du das haben willst. Aber jetzt aber das Puzzleteil. Und dann machen wir das Rennen gleich nochmal. Sollte ich es nicht im First Try schaffen, werde ich kurz cutten. Bis wir den Erfolgsversuch haben. Oder vielleicht noch zwischendurch kurz halt Welt 4, Welt 7 mit Welt 4 noch einblenden. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall muten während dem Rennen. Und ich hoffe, dass ich es schaffe. Also, dann. Bis gleich. Es gibt eine kurze Planänderung. Ich mache zuerst noch Zwischenaufgabe mit den Schweinchen hier. Warmes Wasser bekommen und dann geht's dann gleich nochmal in einen zweiten Versuch. Der erste war sehr knapp. Ich habe mich am Ende einfach dazu überschätzt. Was wahrscheinlich auch zwischendurch mit Pause macht. Ich hatte gedacht, ich könnte es ohne Pause machen. Die Strecke ist einfach unglaublich lange. Endlich können wir schwimmen gehen. Hier, nimm dieses Stück Gold, das wir der miefigen Knochenfrau mit dem spitzen Hut gestohlen haben. So. Damit ist jetzt auch Welt 4 komplett abgeschlossen. Nochmal hier zur Beweis. Damit ihr seht. Welt 4. Komplett abgeschlossen. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Puzzleteile durch die Chinchas. Und die 9 in Welt 8. Danach haben wir dann auf jeden Fall alle. Noch nicht mehr sehr viel Geheimnis. Weil die 8 ist auch die letzte. Weil die 9. sozusagen die finale Welt.
gib es nochmal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns dann gleich wieder mit dem Erfolgsversuch. Vorausgesetzt, ich krieg das irgendwie hin. Hab ich etwa verloren? Und ab, meine Dame! Her mit dem Papierding! Mein letzter Besitz! Nun, das war's dann. Ich schätze, ich gehe dann zum Abendessen. Was gibt es denn? Ein feines Wurmbrot und eine leckere Tüte Hirse. Klingt gut. Wie wäre es mit einem dritten Rennen um dein Abendbrot? Nein. Am Ende gewinnst du und ich bleibe hungrig. Bis dann, gefütterter Kollege und Bärenfreund. Ich muss da zwischendurch noch 3 oder 4 Pausen machen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr die Ausdauer nicht bis zum Ende habt, dann macht auf jeden Fall zwischendurch Pausen. Auch wenn es Tausende sind, ist egal, Hauptsache ihr habt gewonnen. Jetzt haben wir auch die Cheater-Seite hier. Und ich weiß jetzt nicht, wie viel ich jetzt rausschneiden darf. Deswegen werde ich jetzt hier an dieser Stelle auch den Part beenden, denn ich muss mich jetzt nochmal kurz umziehen. Das war jetzt eine Anstrengung und ich brauche mal kurz eine Verschnaufpause. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ich dann wieder ausgeruht bin. Dann geht's dann weiter in Wolken Wonderland mit Banjo-Tooie. Also dann, bis zum nächsten Part. Ciao, und meine liebe Regie, bereitet mir eine Dusche vor. Braucht die dringend.